Mit der neuen Neptune 4-Reihe hat Eligo sehr preiswerte Einsteiger 3D-Drucker auf den Markt gebracht, welche durch eine versteckte Clipper-Firmware unter der Haube auch für fortgeschrittene Nutzer ein sehr breites Spektrum an Möglichkeiten bietet. Ich habe sowohl den Neptune 4 als auch den etwas besser ausgestatteten Neptune 4 Pro zur Verfügung und werde heute mit euch Aufbau und erste Schritte mit den Druckern gemeinsam durchgehen. Das Ganze werde ich anhand des Neptune 4 Pro demonstrieren, der Ablauf ist allerdings von Neptune 4 genau der gleiche. Zuerst wollen wir uns den Lieferumfang anschauen. Nach Öffnen des Kartons würde man hier zuerst etwas Papierkram, der für uns allerdings nicht wirklich relevant ist. Unter der ersten Abdeckung findet man dann direkt das Portal des Druckers, welches vorsichtig herausgenommen werden kann. Beim Neptune 4 ist der Druckkopf dabei schon vormontiert. Eine weitere kleine Abdeckung bringt eine Anleitung, die Displayhalterung, den neuen Vierfachlüfter, ein klassisches Kaltgerätekabel, die Filamenthalterung, einen Klebestift sowie einen Beutel mit weiteren Kleinteilen zum Vorschein. Hebt man die nächste große Abdeckung ab, so kann man das Touchdisplay und beim Neptune 4 Pro auch den Druckkopf finden. Nach Entfernen einiger weiterer Schaumstoffteile kann zuletzt die Basis des 3D-Druckers herausgenommen werden. Hier ist nochmal ein Überblick aller Teile zu sehen. Der Kleinteilbeutel beinhaltet einen kleinen Seitenschneider, eine Spachtel, eine Nadel, einen 8 GB USB-Stick, Ersatzteile für das Hotend, Kabelbinder, einen Beutel mit Schrauben und Montageteilen, Werkzeug, den Filamentsensor, ein LAN-Kabel, etwas PLA, eine SD-Karte mit Adapter und Schmiermittel. Das Schmiermittel sowie einer der Schraubenschlüssel ist dabei nur im Lieferumfang des Neptune 4 Pro enthalten, da beides beim Neptune 4 nicht benötigt wird. Die SD-Karte mit Adapter mit der Aufschrift Giveaway dürften dabei Reste aus der Produktion des Neptune 3 sein. Zumindest sahen SD-Karte und Adapter dort genauso aus. Die SD-Karte ist allerdings für Firmware-Updates des Displays nutzbar. Nun geht es weiter mit dem Aufbau. Hier empfehle ich entgegen der Anleitung mit dem Anschrauben des Portals zu beginnen. Das hat den Vorteil, dass man sich, zumindest beim Neptune 4 Pro, danach bei der Montage des Druckkopfes leichter tut. Am besten stellt man die Basis dazu leicht über die Tischkante, da kann man bequem von unten die vier langen schwarzen Schrauben reindrehen. Als nächstes wird für die Montage des Druckkopfes der Beutel mit 6 Schrauben und einer Kabelhalterung benötigt. Der Druckkopf wird wie gezeigt in Position gebracht und dann von hinten festgeschraubt. Oben wird mit den zwei längeren Schrauben die Kabelhalterung angebracht und unten werden zwei kürzere Schrauben verwendet. Anschließend werden die übrigen beiden Schrauben auf der Vorderseite reingeschraubt. Auf der rechten Seite des Druckers kann nun mit Hilfe der drei entsprechend etwas kürzeren Schrauben die Displayhalterung angebracht werden. Beim Neptune 4 sind die Schrauben in einem Beutel mit 5 Schrauben. Beim Neptune 4 Pro sind in diesem Beutel nur 3 Schrauben enthalten. Die drei längeren Schrauben werden dazu verwendet, den Lüfter von hinten an der X-Achse anzubringen. Die Filamenthalterung wird oben angebracht. Beim Neptune 4 Pro kann hier die Position frei gewählt werden. Ich empfehle allerdings auch hier eine mittige Position, da sonst das Kabel für den Filamentsensor zu kurz sein kann. Anschließend wird an der Halterung der Filamentsensor angeschraubt und angesteckt. Nicht wundern, wenn der Filamentsensor hier nicht ganz fest wird. Dieser soll Spiel haben, damit er später sich mit dem Filament mitbewegen kann. Wie im Video gezeigt, können nun an den Füßen des Portals die vier Kabel angesteckt werden.
Der große Kabelstrang wird mit zwei Steckern beim Motor der X-Achse angesteckt und mit entsprechenden Klemme angeschraubt. Das dritte kleine Kabel ist für den Lüfter. Als vorletzter Schritt wird das Kabel am Druckkopf angeschlossen und der Kabelstrang endgültig fixiert. Zum Abschluss der Montage muss nur noch das Display angebracht und angesteckt werden. Vor dem Anschalten des Druckers sollten nun noch einige kleine Justierungen vorgenommen werden. Zunächst muss die Spannung am entsprechenden Schalter auf die Netzspannung der Region gestellt werden. In Deutschland sind das 230 Volt. Anschließend sollten die Gummiräder, welche eine exzentrische Nuss haben, überprüft und gegebenenfalls mit dem Schraubenschlüssel nachjustiert werden. Die Innenräder der Z-Achse sollten sich jeweils nicht leer durchdrehen lassen, aber mit etwas Kraft drehbar sein. Beim normalen Neptune 4 müssen auch die unteren beiden Räder am Druckkopf sowie die rechten beiden Räder unter dem Druckbett überprüft werden. Hier sollten Druckkopf und Druckbett bei leichtem Rütteln nicht wackeln. Als letzter Schritt vor dem ersten Druck steht jetzt noch das Leveling aus. Das Druckbett sollte zunächst etwas nach unten geschraubt werden, bis es langsam schwerer zu drehen geht. Für das Leveling kann nun der Drucker angeschaltet und das entsprechende Menü aufgerufen werden. Falls der Abstand zwischen Düse und Bett nicht etwa einen Millimeter beträgt, empfehle ich, dies im Menü anzupassen. Zum Messen des Abstands verwende ich hier ein A4-Papier. Sobald ein leichter Widerstand besteht, fahre ich mit der Düse wieder einen Millimeter nach oben, um den gewünschten Abstand einzustellen. Nun wird das manuelle Leveling über das Menü gestartet. Mit Hilfe der Schrauben und eines A4-Papiers wird nun für jede der vier Ecken die Höhe so eingestellt, dass das Papier mit etwas Widerstand zwischen Düse und Druckbett passt. Nach Abschluss wird durch das Verlassen des Menüs das automatische Leveling gestartet. Und der Drucker heizt auf und fährt eine 11x11 Matrix ab. Zuletzt muss wieder mit dem Papier nach gleichen Kriterien wie beim manuellen Leveling über das Display der Z-Offset, also der Abstand zwischen Düse und Druckbett, eingestellt werden. Über den entsprechenden Knopf auf dem Display wird das Ganze gespeichert und der Drucker sollte nun zu übernehmen neu gestartet werden. Daher schalten wir den Drucker nach Abschluss des Speicherns aus. Nun folgt der erste Druck. Dazu bewegen wir den Druckkopf über den Touchscreen zunächst etwas nach oben. Jetzt muss Filament geladen werden. Hierzu verwenden wir das mitgelieferte Rapid PLA Plus, welches für schnelle Druckgeschwindigkeiten ausgelegt ist. Im Druckermenü können wir nun einmal auf Filamentladen drücken, was nach einer Warnung das Aufheizen des Verdampfs startet. Ist das Verdampf aufgeheizt, so können wir am Druckkopf den Hebel drücken und das Filament einführen,
bis ein leichter Widerstand spürbar ist. Im Druckermenü laden wir dann in 10 mm Schritten so lange das Filament, bis die Farbe nicht mehr verunreinigt ist. Hier ist schwarze Farbe zu sehen, da wahrscheinlich bei der Herstellung das Verdampf mit schwarzem PLA getestet wurde. Vor dem Druck dürfen wir nicht vergessen, den Extralüfter zu aktivieren, da wir in hohen Geschwindigkeiten drucken wollen. Für langsame Drucke wird dieser nicht benötigt. Nun wird der USB-Stick eingesteckt. Beim Suchen der Druckdatei können wir feststellen, dass die Datei nicht angezeigt wird. Ich habe herausgefunden, dass das bloß im Ordnernamen wohl das Problem ist, welches ich einfach am PC entfernt habe. Mit Firmware-Updates könnte das Problem später allerdings behoben werden, das heißt, vielleicht habt ihr das Problem auch gar nicht. Spätestens nach dem Umbenennen finden wir auch das schnell gedruckte Benchy und können dessen Druck starten. Am Anfang wird am Rand die Düse gereinigt. Anschließend legt der Druck direkt in voller Geschwindigkeit los. Ja. Das ist tatsächlich eine Aufnahme in Echtzeit und kein Zeitraffer. Bereits nach 18 Minuten ist der Druck abgeschlossen und wir können durch die Federstahlplatte den Druck einfach entnehmen. Bis auf ein paar minimale Ungereimtheiten ist das Benchy fast perfekt. Für diese Druckgeschwindigkeit hat es definitiv meine Erwartungen übertroffen. Das soll es erstmal für dieses Video gewesen sein. Aber keine Sorge, weitere interessante Videos für Einsteiger und auch für Leute, die ihr NAP4 noch weiter aufrüsten wollen, folgen demnächst. Geplant sind unter anderem eine Cura-Einführung, ein Vergleich zwischen Neptun 4 und 4 Pro und das einfache Nachrüsten von WLAN für den Drucker. Also abonnieren nicht vergessen und schreibt gerne in die Kommentare, was ich als nächstes noch so machen soll.